Und das andere wäre Project Awakened. Okay. So, Projekt aufgeweckt. Das sieht ziemlich cool aus. Es ist ein Third-Person-Shooter. Allerdings hast du halt unglaublich große Freiheiten beim Gestalten deines Charakters, was Fähigkeiten angeht. Das klingt geil. Also du hast Superheldenfähigkeiten, sage ich jetzt mal. Defensiv, das heißt, deine Haut wird Stein und du kriegst nur noch sehr wenig Schaden durch Kugeln, oder du hast halt die typischen Cyclops-Laserbeam-Augen, oder du kannst halt fliegen, oder du hast ein Jetpack, Kopfgeldjägermäßig, Star Wars technisch, und kannst damit Raketen runterschießen. Du kannst so unglaublich viel da gestalten, und die haben halt eine sehr, sehr primitive Unreal 3 Engine, wollen das aber über die Unreal 4 Engine dann, über die neue, die ja dann jetzt irgendwann kommt oder schon draußen ist, keine Ahnung, wollen die das verwirklichen, also das ist top aktuell. Und sie schreiben halt, alle 10 Sekunden wird erwähnt, dass es ja eine ganz alte und ganz, ganz primitive Darstellung ist und dass es auf jeden Fall viel, 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 viel besser aussehen wird. Und damit locken die einen halt schon hinterm Ofen vor, und wo du dann sagst, ha, das könnte ja wirklich was werden. Also ich stelle mir das halt ziemlich geil vor, wenn die das einigermaßen gebalanced bekommen, dass du da halt... Ninja-Lutado. Dass du halt da echt loslegst, lässt einen Wirbelsturm entstehen, zieht alles rein, du zündest das Ding an, du lässt es explodieren und lauter so Zeug. Oder läufst halt mit Steingestalten durch die Gegend und verschießt Feuerbälle. Also ich stelle mir das schon ziemlich spaßig vor, wenn es natürlich... ziemlich overpowered ist. Wenn du quasi da Standard-God-Mode hast, dann ist es auch Blödsinn. Hm. Das ist halt echt, wäre echt mal interessant, ob sie das irgendwie gebacken kriegen. Aber das ist ja halt der Gag an Kickstarter. Aber du kriegst ja dann... Du gibst das Geld? Kriegst ja zurück, ne? Ja, wenn es nicht gebackt wird. Also wenn das Ziel nicht erreicht wird. Ach so. Dann kriegst du das Geld zurück. Aber, wenn das Ziel erreicht wird, ist dein Geld natürlich da, weil das brauchen die ja dann. Damit müssen die ja arbeiten dann. Schon richtig, aber das, wenn sie es verkacken, dann hast du doch verkackt einfach, ne? Ja, sicher, klar, das ist ja der Gag an der Sache, dass du Investor bist. Und das ist ja das, was Investoren machen jeden Tag. Ja. Gucken, ob es was bringt oder nicht. Und hoffen. Deswegen kauft auch keiner THQ. Das war jetzt gemein. Ja, ist auch für mich nicht nachvollziehbar, weil es einfach. Gute Nacht, Schatz. Meine Freundin geht schlafen. Oh, viele Grüße. Schöne Träume. Ja, viele Grüße. Schöne Träume. ja, Valentinstag. THQ. Ja. Ich weiß nicht, ich find's halt schade drum, aber andere Geschichte. Ja, ja. Ja, aber das würde mich auch echt interessieren, und das ist natürlich schon, klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ihr habt noch nichts Kickstarter-mäßig gemacht, oder? Nee, noch nie. Nein. Ich hab mal ein bisschen geguckt, aber meistens war es mir dann doch zu teuer. Mich hätte, also das erste Mal, dass ich auf Kickstarter geguckt habe, war wegen Stride Sweet Zero. Das ist, so, wie soll man sagen, so ein Mech-Shooter im Weltraum, so hat sich das mir jedenfalls auf der Gamescom damals präsentiert. Zockte sich ganz gut, und da habe ich auch mal geguckt bei Kickstarter, aber das ist ja dann irgendwie so, ab 1 Dollar bist du halt einfach nur ein Spender, und dann ab 10 oder 15 kriegst du erst dann auch mal das Spiel, falls es fertig wird, und ja, ich weiß nicht, also da auf die Schnelle hatte ich nichts gesehen. Meistens aber nur eine digitale Kopie, also können die jetzt nicht wirklich eine Retail-Version? Ja, es kommt dann drauf an, also bei dem... Ich habe Quest fertig, ich schau mal eben. Bei dem Zombie Hunter zum Beispiel ist es dann, ich glaube, warte mal, wie war das hier? Ab 30 kriegst du eine Blu-ray. Exklusive Kickstarter Supporters Edition Blu-ray und unterschrieben von den Filmmachern und Members vom Cast. Und ein PDF-Poster und einen digitalen Soundtrack für 30 Euro. Ja, gut, aber. Kannst du eigentlich mal nicht meckern. Beim Film ist das ja wieder was anderes als beim Spiel, wa? Ja, klar. Beim Spiel ist wieder was anderes, ja. Ja, also wie gesagt, wenn ich da mal was sehe, wie gesagt, bei so Sachen wie Ouya oder der GameStick war das andere Teil, wo du per, ja, genau, der GameStick, per Bluetooth auf dem HDMI-Stick das Bild übertragen wird. Du hast das Ding bei so einem Controller, so, ja, aus fast wie so ein, was war es, NES, SNES so. Ja, irgendwie diese sowas. Alten, also viereckigen Controller, und da war halt der Bluetooth-Stick mit drin, den konntest du an den Fernseher anklemmen, konntest sofort loszocken. Ich finde die Idee geil, aber jetzt für 80 Dollar mir so ein Ding jetzt bestellen, nee... Das ist halt genau das, was es bei Kickstarter geht. Ja, dass die... Den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich unterstütze das jetzt, weil ich finde, das ist eine coole Idee. Ja, aber wenn du denn im Nachhinein sowas siehst, sind die meisten natürlich dann schweineteuer. Ja, klar. Also ich meine, Ouya, die wirst du auch nicht so günstig kriegen wie auf Kickstarter. Ja, aber dafür ist jetzt zu spät. Ja, klar. Und wir kloppen uns jetzt hier irgendwie um diese scheiß Viecher, die müssen doch noch... Ja. Ich habe auch erst zwei Dinger, weil...
der Herr Kölle mir immer alles vor der Nase weggelegt hat. Wieso bin ich eigentlich immer der, der es zuerst fertig hat? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ja, weil du immer Ninja lootest und nicht andere Ninja Loot. Der Tank bist so und deswegen gewohnt bist vorzurennen. Ah. Ist doch die bessere Erklärung, oder? Alles, was ich höre, ist mimi. Würde ich mir mal deine Ohren waschen. Ah. Oh Mann, ey. Ja, aber du bist halt ja. Nee, das wäre so mein Ding zu Kickstarter gewesen. Also das würde mich interessieren, die beiden Dinger. Hm. Also ich habe mir jetzt mal nur Games und Hardware angeguckt, so konsolentechnisch. Du kannst ja so viel machen auf Kickstarter, das ist ja nicht normal. Ja. Also aber über Kickstarter wurde ja auch der schon vor einem halben Jahr angekündigte fünfte Teil von Baphomets Fluch finanziert. Der heißt? Im Deutschen Baphomets Fluch und der Sündenfall. Oder der Sündenfall. Hm. Naja. Ja, soll auch wieder wie die ersten beiden Teile dann in dieser Comic 2D-Grafik erscheinen. So richtig retro. Ja. Okay. Also ein bisschen aufgepeppt, so jetzt wie die Remastered-Version, etwas flüssiger, also nicht ganz so retro, aber nicht die 3D-Scheiße, die es dann mit Teil 3 und 4 gab. Fällt da irgendwie Monkey Island 4 bei ein? Ja. Da finde ich jetzt gar nichts zu. Was haben wir? Ach, mir fällt gerade wieder ein hier, Dark Souls 2, ne, mal so ganz kurz. Kann man wieder den Untertitel von dem Spiel mitbestimmen, also den Zweittitel, wenn man so möchte. Ach, weil du suchst, dann musst du nach dem englischen Titel suchen, Broken Sword. Ah, okay. Dann findest du es schon. Ja, also wer will, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt noch läuft, weil auf der Facebook-Seite von Dark Souls kann man den Untertitel mitbestimmen, da gab es irgendwie drei Varianten zur Auswahl. Und fand ich cool. Jetzt hier. Ah, die sind ja auch schon gut drüber über dem Ziel. Ja. 770 von 400.000. Mhm. Sauber. Schicke Box. Gibt's ein paar schöne Sachen. Sag mal, wenn du wirklich, ich glaube 1000 oder was war das höchste irgendwo, wo du spenden kannst? 10.000. 10.000 sogar, da kriegst du ordentlich was, ne? Broken Sword Grandmaster. Alter. Also alles, was über und drüber steht, plus Broken Sword Grandmaster Jacket. So eine Jacke. Mhm. Original Pencil Storyboard Sheets. Hm. High Quality Aluminium Printed Poster. Lunch and Studio Tour plus Hands-on Sneak Peek of Game in Development. Okay, ist der Flug dann mit drin? Weiß ich nicht. Hast du noch 8 von der 8 da? Kannst du ausprobieren? Nein, danke. Hat keiner so viel gespendet. Nee, bis jetzt noch nicht. Aber es haben schon zwei Leute über 5.000 gespendet. Finde ich auch schon ziemlich hart, ey. Wenn es nicht gerade so wie bei THQ die eigenen Mitarbeiter sind. Das, ne? Kann natürlich sein, ja, das weiß ich jetzt nicht. Kann man das nachgucken? Das war ja beim Indie-Band. Ja, aber es war doch cool, es waren nicht die Mitarbeiter, das waren ja die beiden Chefs. Ja, das fand ich aber dann wieder in Ordnung eigentlich. Ja. Das war aus deren privaten Geld nochmal für ihre Firma. Weißt du, das ist in Ordnung. Andere kriegen da echt eins auf den Sack wegen Steuerrumschieberei und so und die machen es halt so. Ist in Ordnung. Katze, du stehst mir vor dem Bild. Eine dicke Katze. Katzen, ja. Wenn sie nicht auf die Tastatur setzen sollen, war. Piep, 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 piep. Wo kommt das Piepsen her? So macht die Katze immer. Der setzt sich auch mit seinem Arsch auf die Tastatur und dann hupt's, weil du ja mehr als 5 Tasten gleichzeitig drückst. Und dann guckt er blöd. Wo kommt das Piepsen her? Und dann guckt er so an sich runter, weißt du, so, wo piepst das denn? Ich weiß ja von nicht. Habt ihr es irgendwann? 5 von 10. Ich glaube, wenn ihr es dann habt, machen wir Schluss, wa? Die spawnen ja so langsam, das ist ja traurig. Ja. Aber du hast ja gerade Zeit. Ich sehe auch nur lauter Felsen. Ich hab gerade Zeit. Gras mal ein paar Seiten ab. Was gibt's noch so für News? Was gibt's noch so für News? Soll ich mal gucken? Ich guck mal, was es noch so gibt. Was gibt's noch für News? Jetzt wollte ich einfach bei Get Gaming gucken. Niemals. Erwischt. Wann kommt die Folge raus? Am Sonntag? Jetzt bestimmt nicht mehr. Sonntag war der Anfang. Nee. Die Folge nicht mehr. Also letztes Wochenende gab's Torchlight für nur 10 Euro. Das ist so gut. Torchlight 2. Das ist gut. Nein, Das wäre ihr Preis gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Devil May Cry gibt's was gratis. Gibt's für die Konsolen DLCs. Ja, Arena. Mit Arena und so weiter. Gibt's aber nur für die Konsolen, nicht für den PC. Noch nicht.
Ja, bis jetzt ist auch nicht die Rede von. Dafür kriegst du es halt für 17,50 für PC. Das ist halt der andere. Last Guardian kommt vielleicht jetzt doch noch. Was war der Last Guardian? Ja, es war auf der E3 2009. Oh. Klammer auf, Ausrufezeichen, okay. Klammer zu. Als Last Guardian offiziell angekündigt wurde. Das ist doch das mit irgendeinem so riesen Hund mit Federn und Vogelfüßen und ich weiß es gar nicht genau. Das ist von Team Ico. Und ich kenne nur diese Sage, dass es eigentlich ewig schon hätte rauskommen sollen. Und jetzt seit über 5 oder 6 oder 7 Jahren schon in Entwicklung ist. Ja, ist das nicht die Fortsetzung zu dem, was Auri mal vor einem Jahr Let's Played hat? Keine Ahnung. Was? Wie hieß denn das? Shadow of Colossus? Ist das nicht dazu die Fortsetzung? Nee, das ist auch von Team Ico, aber ich glaube nicht, dass das die Fortsetzung ist, oder? Irgendwas war aber die Fortsetzung, was auch so ewig in der Entwicklung ist. Hm. Naja. Shadow of the Colossus, ja, das war interessant. Das ist, ich hab's nie gespielt, ich kenne das auch nur, dass alle drüber erzählen und sagen, das ist so toll! Ich hab's nicht gespielt. Genau, ich auch nicht. Ja, war schon schön zuzugucken, ich hab's auch nicht selbst gespielt. Ist halt so einsamer Typ und rennst an riesen Kolossen hoch, die du umnietest und das eigentlich nur, weil du deine tote Tussi wiederbeleben willst. Nee. Ja, wer kennt es nicht? Die Kolosse haben dir nicht mal irgendwas getan, also schon ziemlich dreist. Was ich eher gemerkt habe, ist, dass das Intro von Shadow of the Colossus irgendwie sehr, sehr ähnlich mit dem Intro von Zelda Twilight Princess ist. Aha. Ja, irgendwie Typ mit Pferd über eine lange Brücke auf ein Schloss zureitend. Naja, du weißt ja, gut geklaut. Ja, ist halb gewonnen. Ist halb gewonnen. Oder wie haben es die Prinzen immer schön gesungen? Alles nur geklaut. Ejo, ejo. Naja, ach sonst. Höre bitte auf zu singen. Oder trink mehr. Tu mir den Gefallen. Nee, komm, für die 150. Folge, da hau ich bestimmt nochmal was raus. Naja, aber bitte. Oh mein Gott. Ah, wo du gerade aber Zelda sagst, es gibt die Zelda-Fibel. Hyrule Historia. Ja, die ist schon ausverkauft, die normale Version. Die hat die US-Charts der Bücher gestürmt. Ja, also die normale in der ersten Auflage, oder was? Ja. Ne, kostet 23 Euro. In der ersten, genau. Und da ist wirklich alles drin, was es zu Zelda wissen muss. Es gibt noch die Limited Edition, die. Ja, die ist durch. Kostet. Die gibt's nicht mehr. 56 Euro oder so. Mhm. Ja, die habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber da war es dann auch schon wieder zu spät und egal. Also, wenn ich auf den Link klicke, dann habe ich hier keine. Kein Preise, nix. Ja, weil sie nicht verfügbar ist, wa? Oder bei was meinst du jetzt? Richtig, bei der Limited Edition. Auch schon weg. Ist nicht verfügbar. Nur die normale steht 23 Euro, die mit dem grünen Umschlag. Ja, das Ding verkauft sich wohl richtig gut. Ja, ist ja auch kein Wunder, oder? Dark Horse Comics plant nun die bereits existierende Auflage von 400.000 Stück nochmal zu erhöhen. Läuft? Passt. Ha. Ein Zelda-Buch, das wäre auch mal was. Irgendwie schon. Irgendwo in irgendeinem Karton müsste theoretisch, ja, müsste und theoretisch sind schon zwei so eine Wörter, immer noch das Lösungsbuch für Ocarina of Time rumliegen, was nicht mal mir gehört. Siehst du, wir hatten damals das Lösungsbuch zu Majora's Mask, aber nie das Spiel. Hä? Ja, das ist geil, oder? Okay. Mein Vater, der hohe Vollkosten, hat ihm irgendwann mal das Lösungsbuch gekauft und hat gemeint, dann holen wir das Spiel noch später hinterher. Und es ist nie dazu gekommen. Geil. Nee, mein Majora's Mask hatte ich auch nie, aber Ocarina of Time ist ja sowieso das Zelda schlechthin, wa? Ja. Aus irgendeinem Grund hat der nichts anderes mehr es wirklich so weit geschafft. Außer vielleicht noch halt Master Quest. Das weiß aber ich. Aber nur, weil Master Quest die schwere Variante ist. Aber die ist wirklich übel. Ich habe die mal gespielt, die gab's auch, als es Zelda Wind Waker gab für den Gamecube. Gab's auch die First Edition, wo noch Ocarina of Time mit drin war. Und da auf der CD war auch noch Master Quest, die schwere Version. Ich bin in dem ersten Dungeon, dem Dekobaum, schon 5-mal gestorben. Ist, wenn du da mit dem fertig bist, hier hinten ist noch einer. Und das, obwohl ich das Spiel kannte. Nicht schlecht. Weil alle Rätsel geändert, die Gegner schwer geworden, also sehr gut. Bist du auch fertig? Ich bin dann fertig. Hab ich ja endlich habe ich dann alle von mich, ja. Ja.
Er braucht noch 4, beziehungsweise mit dem 3. Ich könnte so kotzen. Was ist das denn für eine Drecksquest, ey? Die kannst du ja gar nicht zu dritt machen, das geht nicht. So, hier ist der nächste und gleich daneben ist noch einer, also 2 auf einen Haufen. Dumm. Ja, und dann ist da noch The Walking Dead Survival Instinct. Ja. Der Shooter. Ja. Mit den dicksten Brüdern. Haben wir da auch schon drüber gesprochen letztes Mal? Ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht. Ich finde, der sieht halt ziemlich mau aus. Also so richtig geil sieht das nicht aus. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Also es gab vor Urzeiten mal ein Gameplay-Video, was irgendwo mal geleakt ist. Und das sah echt scheiße aus. Jetzt hat Activision neu offiziell freigegebenes Material zur Schau gestellt. Und es sieht auch nicht so besonders geil aus. Also, ja, klasse. Weiß nicht, es kommt ja Ende März oder Anfang April, irgendwann kommt es raus. Und so cool finde ich es gar nicht. Ich meine, ich finde die Idee geil, dass du einen Survival-Shooter machst mit den Dixon-Brüdern, weil das ja auch mit eigentlich die coolsten Charaktere in der Serie sind. Also ist der, für alle, die nicht ganz drin sind, das ist der Redneck mit der Armbrust, Daryl Dixon, und sein Bruder Merle Dixon, den sie in der ersten Staffel oben auf dem Dach lassen, oder der auf dem Dach ist. Und sich die Hand absägen muss, um zu entkommen. Ja, auf jeden Fall tut das, wer weiß, ob er kommt, jetzt weiß ja keiner. Staffel 3. Ja. Macht ja nichts. Ja, und mit den Zweien spielt man quasi den Weg nach Atlanta, also quasi was vor der Serie spielt. Aha, also nach Atlanta hin, so. Nach Atlanta hin, ja, bevor er sich die Hand absägt und bevor Daryl und die ganze andere Bande da auf die Farm gehen und so weiter. Daryl ist cool. Auf dem Weg nach Atlanta. Ja. Daryl ist ja der blutige Pfad Gottes. Einer der beiden Brüder. Mhm. Kennst du ihn auch nicht? Nö. Was? Nimm deinen Zettel. Der blutige Pfad Gottes. Ich finde ihn halt cool mit seiner Armbrust und sowas. Es sind zwei irische Brüder in Boston und die räumen auf. So, fuck ey, ich muss irgendwann mal meine Unterlage übrigens wechseln, fällt mir ein. Ich schreibe das alles auf meine Schreibtischunterlage, das ist noch ein Kalender von 2012. Ist ich habe schon den 2013er hier, aber das heißt auch, ich muss meinen gesamten Schreibtisch aufräumen. Ah, das ist so. Nee, ich will nicht aufräumen. Soll ich euch mal ein Bild schicken? Besser nicht. So. Nee, besser. Ich hab nicht. Jetzt alles. Ach Gott, diese ätzende Drecksquest, ey. Ja. Naja, schön, jetzt erstmal die Kackbohnen hier abgeben. Kackbohnen. So war. Früher hat es da mal auch mehr gegeben, wa? 5 haben wir gekriegt, da gab es mal 20 oder so. Was? Echt? Ich glaube ja. So. Dann würde ich mal meinen, wa? Reicht, wa? Reicht. War anstrengend genug. Oh ja. So, wir ich wollen. Ich muss dem Herrn Chris und dem Herrn Köller ja denn noch was besorgen fürs nächste Mal. Was? Leder. Wieso? Ihm Leder und dir Urmana. Ja, das wäre toll. Ja, Urm. Ich bräuchte Urleben, wenn du Zeit hast. Urleben habe ich hier, warte mal. Müsste ich. Ja. Hast du ein Partikel rumfahren vielleicht? Ich habe ein Partikel, ja. Ja, dann gib mir den, dann kann ich dir nachher ein Urleben schicken. Den Rest auf der Bank. Könntest du ihm auch die Partikel schicken und er kann selber Urleben draus jetzt machen? Jetzt hat er's. Siehst du, danke. Mensch. Das geht ja hier wie leckt. Ja. Bleiben wir hier oder? Ach, ich werde dann sowieso wieder nach Sturmwind. Also können auch jetzt hier erstmal uns verabschieden. Achso, wird's gleich Ruhestein. Nein. Wir verabschieden uns. Hier ist ein Feuer. Setz dich hin, erzähl. Also. Früher war alles besser. Oh je. Früher. Jetzt geht das schon wieder. War das Gras noch grüner. Die Engine schlechter. Und es gab deutlich mehr Talbuchs. Die Bugs waren auch richtige Käfer. Ja. Da waren auch die Hortler noch nicht so verweichlich. Aber nicht zu verwechseln hier mit Starship Troopers, ja? Ja, das sind richtige Bugs. Die sind ja richtig fies. Also wenn du so einen Bug hast, dann hast du ein Problem. Und du weißt ja, it's not a bug, it's a feature. Ja. Mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich. Sehr schön. Endlich ist er weg. So, Jungchen. Ich bedanke mich wieder bei euch beiden und ja, danke für die Zuschauer, dass sie durchhalten, sozusagen, nachdem was heute hier mit dem ganzen Gegenke passiert ist. Ja. Das gehört dazu auf dem PvP-Server.
So ist das, ja. Alles klar. Danke und ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.